Falls du Rücken hast, dann kannst du was tun. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe heute als Gast bei mir Klaas Krüger. Den kenne ich vom Online-Gesundheitskongress, den er vor einiger Zeit veranstaltet hat und ich war einer seiner Referenten. Und der ist heute mein Gast. Hallo Klaas, grüß dich. Hallo Ralf, grüß dich, vielen Dank. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Das Thema von heute ist Rücken. Sag mal, wieso ist das überhaupt ein Problem? Warum müssen wir das hier im Podcast besprechen? Tatsächlich ist das Thema Rückenschmerzen ein riesengroßes Problem für viele von uns. Ich habe gerade nochmal für unser Gespräch nochmal ein Buch mitgebracht von dem Dr. Kelly Starrett, den manche von deinen Hörern vielleicht auch kennen. Und zwar ist das das Buch Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und es gibt da viele Studien, die da eben die schädlichen Wirkungen von zu vielem Sitzen belegen. Und ich habe gerade noch mal geschaut, es gibt eine Umfrage der Techniker Krankenkasse, nachdem wir viel zu viel sitzen, nämlich 6,5 Stunden pro Tag. Und das wirkt sich natürlich da auf unseren Körper und auf unseren Rücken aus. Ja, dafür ist er eigentlich nicht gemacht für Sitzen. Ne? Wir sind anatomisch eigentlich eher eine aufrecht auf zwei Beinen Maschine, laufen, gehen, wandern, aber nicht sitzen mit geschlossener Hüfte ist anatomisch für uns eigentlich gar nicht geeignet und doch tun wir es irgendwie. Ne? Was kann man denn dagegen tun? Ja, also, genau. Wie verhindere ich das? Ja, also tatsächlich eben das, was wir beide ja zum Beispiel ja auch gerade machen, während wir dieses Gespräch eben führen. Wir haben einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also du führst dieses Gespräch jetzt gerade im Stehen, ich führe das Gespräch im Stehen. Das ist schon mal ein erster Schritt im doppelten Sinne des Wortes. Und ja, tatsächlich können wir halt eben, wenn wir eben einen Bürojob haben, können wir natürlich jetzt nicht eben den Job da über Bord werfen, nur damit wir uns eben mehr bewegen. Aber es gibt natürlich eben Möglichkeiten, wieder mehr Sport zu treiben, wandern gehen, spazieren gehen, schwimmen gehen, um wieder da mehr in die Bewegung zu kommen. Also bei Rücken ist natürlich, bei allem, was wir machen, du genauso wie ich, wir versuchen natürlich erstmal Probleme zu verhindern, dass sie gar nicht entstehen, bevor wir Probleme, wenn sie dann entstanden sind, auch wieder versuchen, gerade zu rücken. Aber der Appell geht natürlich an jeden Hörer da draußen, sich rückengerecht zu verhalten. Und das heißt, möglichst Sitzstunden durch Stehstunden, Gehstunden, Bewegungsstunden zu ersetzen, was aber nicht für jeden im gleichen Maße möglich ist. Das ist uns ja beiden klar. Aber dennoch, wer die Chance hat, sollte das tun und man kann sicherlich auch mit regelmäßigen Übungen am Tag und so weiter da einiges machen. Jetzt kommen wir auch schon genau zu dem Punkt, wenn es dich jetzt erwischt hat. Ich habe bei auf deiner Webseite eine Information gefunden, dass 25% der erwachsenen Menschen aktuell mit Rückenproblemen sich rumschlagen und da wirklich leiden. Was kann man denn da tun? Also tatsächlich sind wir ja Anbieter von so Online-Präventionskursen. Ja, und auch wenn das Wort ein bisschen sperrig ist, sind es eben Online-Kurse, die jeder von uns zu Hause eben machen kann, um eben diesen Rückenproblemen eben vorzubeugen. Also, dass sie gar nicht eben erst entstehen, um eben die Rückenmuskulatur zu kräftigen, zu dehnen, zu entspannen. Du hast es ja gerade eben gesagt, wenn wir eben viel sitzen, bilden sich da die Muskeln zurück, vor allem eben der Hüftbeuger auch, der eben dafür verantwortlich ist, dass eben viele von uns diese sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen haben. Unspezifisch bedeutet eben, ich habe da irgendwo einen Rückenschmerz, gehe damit zum Arzt und der Arzt kann nicht wirklich ihn lokalisieren, ja, und sagt dann eben, Mensch, machen Sie mal da entsprechend Rückengesundheit auch. Ja, machen Sie mal einen Rückenkurs. Und das ist eben das, was wir machen. Wir bieten eben solche Rückenkurse, einen Rückenfit-Kurs bieten wir an, was dann eben jeder eben für sich dann online machen kann. Das heißt, zeit- und ortsunabhängig eben solch einen Rückenkurs, um eben seine Rückenmuskulatur zu kräftigen, um in die Dehnung und in die Beweglichkeit zu kommen. Mhm. Ja, lass uns das auch gleich hier ganz offen kommunizieren hier im Podcast. Wir machen hier Werbung für einen Online-Rückenkurs und das mache ich ganz bewusst deswegen, weil ich das bei euch gesehen habe und weil ich rausbekommen habe, dass es da eine sehr gute Möglichkeit gibt, das vielleicht auch von der Krankenkasse finanzieren zu lassen, sodass gar keine Kosten entstehen. Aber dazu kommen wir gleich. Also ich wollte hier nur mal jetzt offen kommunizieren,
dass es hier ein Produkt gibt, für das wir hiermit jetzt Werbung machen und das ich für eine coole Sache halte, weil es das Problem beheben kann und weil es zu keinen Kosten führt, wenn man es sich von der Krankenkasse erstattet bekommen lassen kann. Darauf kommen wir dann gleich nochmal. Diesen Kurs, den ihr da anbietet, erklär doch mal, wie funktioniert das? Was stelle ich mir da vor? Was ist das? Wie mache ich das? Ja, also tatsächlich, du hast es ja gerade schon mal angedeutet, ist es ein Kurs, den die Krankenkassen auch bezuschussen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, unser Kurs ist sowohl zeit- als auch ortsunabhängig. Das heißt, den klassischen Rückenkurs, die Rückenschule, den ich von vor Ort eben kenne, da brauche ich nicht zu einer festen Kurszeit, zu einem festen Kursraum auch hinzukommen, ins Fitnessstudio oder ähnliches, sondern kann das eben von überall aus machen, wenn ich mein Smartphone oder mein Laptop dabei habe oder das im Wohnzimmer auf meinen Fernseher auch eben übertragen kann. Das heißt, ich habe einen Online-Rückenfit Kurs, der dauert insgesamt 8 Wochen, ist in 8 Module aufgeteilt und ich werde dort eben durch diesen Kurs, werde ich eben von unserem Kursleiter Schritt für Schritt durchgeführt. Das heißt, der Kurs richtet sich ausdrücklich an Anfänger. Das heißt, ich brauche da weder ein bestimmtes Vorwissen, noch muss ich ein bestimmtes Fitnesslevel oder Niveau haben und noch brauche ich dafür Trainingsgeräte. Das Einzige, was ich dafür brauche, ist eine Internetverbindung und eine Trainingsmatte. Und dann geht's auch schon los. Und das Programm teilt sich einmal in einen Bewegungsteil auf, also das klassische Fitnesstraining, das rückengerechte Fitnesstraining und dann nochmal in einen Informationsteil. Und das ist auch eben das, was unser Kurs auch eben ausmacht und auch eben für Krankenkassen qualifiziert, dass wir dem Teilnehmer, der Teilnehmerin auch eben dieses Wissen auch eben vermitteln, die Hintergründe. Wie ist die Muskulatur aufgebaut? Wie sieht das Skelett aus? Was verursacht eben diese unspezifischen Rückenschmerzen? Was kann ich für mich im Alltag tun? Wir zeigen auch kleine Übungen. Was kann ich jeden Tag machen, um mehr Mobilität, mehr Rückengesundheit in meinen Alltag auch zu bringen? Also jede Woche eben Inhalt von einer guten Stunde und das dann eben über 8 Wochen verteilt. Okay. Und die Übungen, die ich mache, die sind jeden dritten Tag oder täglich oder wie stelle ich mir das vor? Tatsächlich ist das so, dass um den Kurs auch vollständig zu absolvieren, es in der Minimalversion ausreicht, wenn ich das einmal die Woche mache. Aber wir beide wissen natürlich auch und deine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass eben die Häufigkeit der Wiederholung natürlich dann eben für meinen Trainingserfolg entscheidend ist. Das heißt, wenn ich es mir zeitlich auch eben so einteilen kann, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche diese Übungen mache, ich natürlich auch einen wesentlich größeren Trainingseffekt auch eben habe und deutlich gestärkter für meinen Rücken und für meinen ganzen Körper rausgehe, wenn ich halt eben etwas häufiger trainiere als nur einmal die Woche. Leuchtet mir vollkommen ein. Aber der Ablauf ist dann so, ich gehe in dieses Programm praktisch, da gibt es verschiedene Module. Diese Module klicke ich eins nach dem anderen an. Also im Prinzip muss ich mindestens 8 Wochen Module durchgemacht haben und die in diesem Programm auch beenden. Dann merkt das das Programm, speichert das quasi und am Ende zertifiziert es mir, dass ich diese 8 Wochen Programme dann auch durchgeführt habe. Und das wird irgendwie dokumentiert und das ist für mich dann der Beleg für die Krankenkasse, dass ich das gemacht habe. Und dann kriege ich es erstattet. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig, genau. Ich buche das Programm und wenn ich das Programm gebucht habe, starte ich mit der Woche 1. Das heißt, ich werde durch diesen Kurs Schritt für Schritt durchgeführt. Das hat natürlich dann auch eben den Vorteil, ich fange bei 1 an und höre bei 8 auf und werde dort eben genau durchgeführt und kann auch erst dann in das nächste Modul, in die nächste Woche übertreten, wenn ich auch eben alle Übungen und alle Inhalte von Woche 1 auch dann absolviert habe. Das heißt, da ist das System, unser Kursleiter, auch sehr streng, ja, weil wir natürlich eben sicherstellen wollen, dass derjenige, der sich für diesen Kurs auch anmeldet, auch einen Erfolg für sich auch dann verbucht. Und tatsächlich registriert das System, wenn ich eben alle 8 Module abgeschlossen habe, dann kann ich mir dann eben
selber auch eben eine solche Teilnahmebescheinigung vom System generieren. Das geht automatisch über unsere Kursplattform. Aber wie gesagt, das geht halt eben nur, wenn ich auch tatsächlich auch eben die Disziplin habe, eben alle Module nacheinander auch zu absolvieren. Und vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Wir haben ja gesagt, wir haben ein 8-Wochen-Programm. Und wir haben ein bisschen Luft, so ein bisschen Karenzzeit haben wir eingebaut. Wenn jetzt zum Beispiel durch Urlaub oder Krankheit ich jetzt vielleicht die eine Woche nicht dazu gekommen bin zu trainieren, dann macht das nichts, sondern ich habe insgesamt 12 Wochen Zeit. Also das heißt, der Kursteilnehmer hat noch 4 Wochen extra Luft, um eben das ganze Programm dann auch zu absolvieren. Ja, das macht für mich auch Sinn, ist ja logisch. Wenn die Krankenkasse die Kosten erstatten soll, dann muss ich mich natürlich auch verpflichten, das dafür getan zu haben, was dem zugrunde liegt, ist ja vollkommen klar. Ich habe das auf eurer Webseite mal kurz aufgemacht. Ich kann das hier mal kurz einblenden. Dieser Podcast übrigens wird es auch als YouTube-Video geben. Da könnt ihr das dann sehen. Für die Hörer jetzt leider nicht zu sehen, aber hier ist einfach mal so ein Bildschirmausschnitt. Wenn man dieses Programm auf einem Laptop macht, kann man sich den auf den Couchtisch im Wohnzimmer stellen, daneben die Trainingsmatte und die Übungen ausführen und sich da dann einfach die Übungen anschauen und einfach, dass man mal gesehen hat, da wird also auf dem Bildschirm eine Übung vorgemacht und ich kann die Übung zu Hause nachmachen. Oben wird mitgezählt, wie viel Wiederholungen, wie viel Sätze, unten ist ein Timer drin. Also das ist sehr professionell und sehr gut gemacht. Und hier hat man einen ganz guten Eindruck, wie das funktionieren kann oder wie das grundsätzlich funktioniert. Dann gehen wir hier mal wieder kurz zurück. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf dem Smartphone. Also ich kann das auf meinem Handy machen und irgendwo hinstellen oder ich kann ein iPad nehmen und es irgendwo hinstellen oder einen Rechner oder du hast eben schon gesagt, ich kann es auch auf dem Fernseher streamen und dann habe ich praktisch Fitnessstudio-Atmosphäre im Wohnzimmer. Also technisch gesehen ist das vollkommen ausgereift und vollkommen rund und macht sicherlich auch sehr viel Spaß, kann ich mir vorstellen. Wie ist jetzt die Erstattung durch die Krankenkassen? Welche Krankenkassen übernehmen Kosten? Sind das nur spezifische? Sind das nur spezielle? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass die Krankenkasse das erstattet, die Kosten dafür erstattet? Und wie ist der Ablauf? Kannst du darauf nochmal kurz eingehen, bitte? Gerne. Also die Besonderheit bei unserem Rückenfit-Kurs ist eben, dass sie von allen gesetzlichen deutschen Krankenkassen zertifiziert und anerkannt ist. Okay, cool. Es gibt in Deutschland rund um die 100 Krankenkassen mit allen Betriebs- und Ortskrankenkassen mit eingerechnet. Und diese 100 Krankenkassen haben zusammen eine Prüfstelle gegründet. Und diese Prüfstelle prüft eben alle solche Präventionskurse. Mhm. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Krankenkassen vom Gesetzgeber dazu verpflichtet sind, ihren Versicherten solche Präventionsleistungen anzubieten. Und dafür haben sie einen Spielraum. Das sind um die 200 Euro im Jahr. Und dafür haben sie eben diese zentrale Prüfstelle Prävention gegründet. Das heißt, jeder, der eben solche Krankenkassenkurse anbieten möchte, muss den Weg über diese Prüfstelle eben gehen. Und die prüfen und zertifizieren das dann. Und wenn man dann die Zertifizierung hat, dann gibt es eine zentrale Datenbank, auf die dann alle Krankenkassen Zugriff haben. Und unser Rückenfit-Kurs ist eben dafür qualifiziert und ist von allen gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Kurze Zwischenfrage, Klaas. Die privaten Krankenkassen auch? Oder weil du jetzt zweimal die gesetzlichen erwähnt hast, würde eine private Krankenkasse das auch erstatten? In dem Fall muss man tatsächlich mal bei seiner privaten Krankenkasse anrufen und mal eben fragen, ob eben solche Präventionskurse auch online im Rücken eben da abgedeckt werden. Da kann ich da leider keine Aussagen zu treffen. Also das müsste man individuell dann abklären an der Stelle. Okay. Aber gut, die Chance besteht zumindest. Aber nachhaken bitte. Ja, verstanden. Genau. Und wir sagen auch, in der Regel erstattet die Krankenkasse, also die gesetzliche Krankenkasse, zwischen 80% und 100% der Kosten. Das hängt eben davon ab, wie sich die jeweilige Krankenkasse positioniert. Manche Krankenkassen sagen bis zu 200 Euro fürs ganze Jahr. Und da kann man zum Beispiel 2 Kurse pro Jahr dann machen. Aber wenn man da Fragen hat, im Zweifelsfall eben mit unserer Kursbezeichnung
und der Kurs-ID, der Identifikationsnummer, im Zweifelsfall eben einmal Rücksprache halten. Aber ich habe noch nie erlebt, dass es da Probleme gegeben hat. Mhm. Wunderbar, sehr gut. Ja, dann haben wir eigentlich ja schon den Ablauf. Also wer sowas machen will, geht auf die Website, schaut sich das da an, kann da mal runterscrollen, da werden noch ein paar Informationen natürlich gegeben, kann sich dort registrieren, kann sich das Programm runterladen auf Smartphone, iPad, Rechner und so weiter, kann durch die Programme durchgehen, kann am Ende sich ein Zertifikat holen für die Teilnahme an dem Rückenfit-Programm, kann auch was für seinen Rücken tun dabei, genau, und hoffentlich sein Problem lösen. Das ist ja mal das allererste, nämlich dass er die Muskulatur aktiviert, dass er den Rücken wieder fit macht, dass er sich auch vielleicht neue Verhaltensweisen angewöhnt im Tagesablauf, um das Problem nicht weiter zu verschärfen oder vielleicht auch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sowas kann man ja auch präventiv machen, male ich mir persönlich aus. Und dann am Ende mit dem Zertifikat die Krankenkasse ansprechen und sich das erstatten lassen. Soweit richtig? Ganz genau, ganz genau. Also zusammen mit dem Zertifikat, was man sich eben automatisch bei uns nach erfolgreichem Abschluss aller Module eben selber generieren kann, zusammen mit der Rechnung, Antrag auf Erstattung bei der Krankenkasse, und dann geht das auch so seinen Gang, richtig. Habe ich das richtig erwähnt, dass auch präventiv das eine Geschichte ist, die sich lohnt? Hast du da Erfahrung? Wie siehst du das persönlich? Ja, es ist natürlich besser, wenn ich eben präventiv eben etwas mache, bevor das Kind dann eben in den Brunnen fällt. Ja, also dass wenn ich halt eben einfach weiß, ich sitze viel, weil ich eine Dreiviertelstunde ins Büro pendel, dort sitze, zurückfahre und dann einfach dann auf dem Sofa auch dann eben sitze. Also wenn ich selber weiß, okay, diese durchschnittlich 6,5 Stunden, das trifft auf mich schon zu, dann sollte ich natürlich dann eben lieber vorbeugend was machen, als wenn ich dann eben tatsächlich auf einmal dann den Bandscheibenvorfall habe und dann auf einmal nichts mehr geht. Also es ist natürlich viel besser, eben auch vorbeugend eben was zu machen, und was natürlich auch eben die Krankenkassen Gott sei Dank auch eben erkannt haben und auch eben für alle gesetzlich Versicherten, ich muss auch sagen, ab 18 Jahre, für alle auch eben dann entsprechend fördern. Mhm. Ja, und das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ich kräftige meinen Rücken, ich tue was Gutes für mich in diesen 8 Wochen. Ich lerne vielleicht noch ein paar hilfreiche Routinen, merke auch, wie diese Übungen mir gut tun, und bekomme auch so ein paar kleine Alltagsübungen auch dann an die Hand. So, und wenn ich dann noch bis zu 100% von der Krankenkasse erstattet bekomme, dann dürfte es eigentlich keine Ausrede mehr geben, was für seinen Rücken zu tun. Nein, nicht wirklich. Aber das war mir noch wichtig, dass wir das rausarbeiten. Das ist eben nicht nur für Leute, die schon Rücken haben, die vielleicht auch schon eine Diagnose haben oder irgendwie beim Arzt waren und der das behandelt und er sagt, okay, jetzt hier machst du Rücken, kriegst du auch erstattet, sondern die Zielgruppe ist eigentlich im Grunde 100% der erwachsenen Menschen. Das heißt, die Prävention ist für jeden sinnvoll und macht für jeden eine Menge Sinn. Ne? Also auch dafür eignet sich das Programm, nicht nur für Leute, die schon Rücken haben, sondern auch für Leute, die keinen Rücken haben wollen in Zukunft. Also das war mir noch wichtig. Kommen wir noch zum anderen Punkt. Wir haben über die Kosten noch gar nicht geredet. Was kostet denn das? Worüber reden wir? Ja, richtig. Ja, genau. Der Kurs kostet regulär 99 Euro. Mhm. Ja, also ich zahle eben einmal die 99 Euro selber, um den Kurs starten zu können, und lass mir dann im Nachgang dann eben das Geld von der Kasse dann erstatten. Und du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast noch ein Goodie für meine Hörer. Das darfst du jetzt auch nochmal unterbringen. Ja, richtig, genau. Und zwar für deine Zuhörerinnen und Zuhörer von deinem Podcast haben wir entsprechenden Anreiz. Da gibt es noch mit dem Aktionscode RALF, R-A-L-F, 20 Euro Rabatt. Der wird dann eben an der Kasse abgezogen, wenn man den in das Gutscheinfeld, in das Feld eingibt. Und dann bekommt man dann den Kurs dann für 79 Euro. Und ja, dann steigen natürlich dann die Chancen auch noch mehr, dann wirklich die kompletten 100% von der Kasse dann erstattet zu bekommen. Mhm. Ja, ich bin an der Stelle ja einen kleinen Schlitzohr für meine Hörer, versuche ich immer ein bisschen was rauszuholen. Du hast dich darauf eingelassen. Vielen Dank übrigens für 20% Rabatt, sind es ja dann quasi sogar ein Tick mehr, 20% Rabatt auf den Kurs, bleiben noch 79 Euro übrig, mit denen du über 8 Wochen
oder 12 Wochen was für deinen Rücken tun kannst, auch was lernen kannst zum Thema Rücken. Finde ich nicht zu viel, finde ich eigentlich ein sehr fairer Preis für das, was da geboten wird. Finde ich eine coole Sache. Schönen Dank dafür, dass du meinen Hörern da ein Stück weit entgegenkommst. So, und jetzt würde ich sagen, lassen wir die Leute einfach mal ausprobieren, sich das anschauen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere das ausprobiert, ein bisschen was dafür tut und vielleicht nicht irgendwann mal dann beim Arzt sitzt und sagt, ich halte es nicht aus, ich habe es im Rücken. Ganz genau. Und vielleicht noch eben, wenn der ein oder andere Zuhörer vielleicht da noch Fragen hat, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@seistolzaufdich.de und die Seite für den Rückenkurs ist seistolzaufdich.de/rückenfit, Rücken mit UE geschrieben, und dort findet man dann eben direkt alle Informationen, auch eben die Kurs-ID, also wenn man da sich unsicher ist und nicht weiß, wie viel erstattet mir meine Krankenkasse, dort findet man auch dann die Kurs-ID und dann wird einem da auch bei der Krankenkasse, auch kenne ich selber auch aus eigener Erfahrung, direkt dann eben weitergeholfen und man weiß, wie viel bekomme ich tatsächlich dann erstattet. Also die Seite heißt www.seistolzaufdich.de/rückenfit. Rücken mit UE vermutlich, ne? Genau, ja. Ja. Und wenn ihr auf seistolzaufdich.de seid, könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern. Da gibt es auch noch das ein oder andere Angebot. Und für diese Online-Kurse, die dort angeboten sind, ist es nicht nur Rücken, könnt ihr auch den Rabattcode RALF für 20% oder 20 Euro einfach mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr da auch Glück. Vielleicht ist da noch das ein oder andere dabei. Okay, lieber Klaas, danke für deine Zeit heute Morgen. Ich fand es ein cooles Angebot. Ich glaube, Rücken ist ein Thema. Kenne ich in meinem Bekanntenkreis, habe ich selbst Gott sei Dank im Moment noch nicht. Vielleicht passiert das irgendwann. Ich tue alles, was ich dagegen tun kann. Aber ich fand das Angebot klasse und auch die Möglichkeit, 80-100% davon erstattet zu bekommen, finde ich auch eine großartige Geschichte. Insofern hoffe ich, dass wir für meine Hörer da ein bisschen Mehrwert transportiert haben. Und diesen Podcast, den wird es auch als YouTube-Video geben. Für diejenigen, die das interessiert, einfach mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Da werden wir das auch hinterlegen. Dann kann man mich und dich, Klaas, mal im Video sehen. Ich weiß nicht, wer das spannend findet. Vielleicht findest du der ein oder andere lustig. Machen wir mal was draus. Lieber Klaas, danke für deine Zeit. Fällt dir noch irgendwas ein? Haben wir irgendwas vergessen zu dem Thema? Ich glaube, du hast das eigentlich vollumfänglich beleuchtet. Also es ist, eignet sich eben für alle Erwachsenen, die eben viel sitzen und einfach da mehr in die Mobilisierung kommen möchten, mehr für ihre Rückengesundheit eben tun möchten. Und wie gesagt, das trifft eigentlich so auf ziemlich 100% der arbeitenden Bevölkerung zu. Genau, also viele Anregungen sind da eben dabei, was man tatsächlich eben für den Alltag machen kann. Und das hast du da perfekt beschrieben. Wunderbar. Dankeschön, lieber Klaas. Wir hören uns demnächst sicherlich mit irgendeinem anderen Thema. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald. Danke.